Hallo und willkommen zurück zu Mafia 3. Und ich hab's mal, gut, ich bin jetzt nicht wirklich weit gelaufen, ich bin von da der Ecke bis hierhin zu dem Auto gelaufen. Ich dachte, es steht weiter weg, deswegen habe ich das nicht aufgenommen. Und jetzt fahren wir nochmal zu Birch, mal gucken, was der zu sagen hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Sammeldinger mache. Weil das ist mir ein bisschen, keine Ahnung, zu, dauert mir zu lange und man kommt nicht wirklich voran in der Story. Und das ist alles so, Ich weiß halt auch nicht, ob es so einen großen Unterschied macht, ob man es so macht oder nicht. Werden wir dann zwar sehen, denke ich mal. So, was hat denn er hier auf dem Herzen? Achso, und hier gibt es ja auch noch Geld. Wo kommt denn die Karre her? Ja, aus meinem Arsch. Ich habe ihn heute Morgen samt Rädern ausgeschissen. Kennst du den Spruch, mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig? Kennst du den Spruch, wie war der noch? Fick dich ins Knie? Schon gehört. Halt dich raus. Das geht noch mich was an. Ich mach das schon. Birk, ich brauch deine volle Aufmerksamkeit. Lenk dich nicht ab mit so einer unwichtigen Scheiße. Ein paar Kerle waren wegen dem Wagen hier. Hier aus der Gegend? Aus Belfast. Belfast? Schwere Jungs? Oh, tonnenschwer. Haben nach Seriennummern gesucht. Teilen zum Einbauen. Damit die Bullen da nichts checken, wenn's Bumm macht. Haben die gefragt oder befohlen? Die IRA fragt nicht. Nikki macht sowas hier in einer Stunde. Bitte sie um Hilfe oder so, aber krieg was auf die Reihe. Hast du eigentlich selber Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Dann hast du auch keine Ahnung, wie frustrierend das mit denen manchmal sein kann. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Scheiß drauf. Was brauchst du von mir, Buck? Für den Anfang noch so ein paar Kisten. Wenn du die auftreiben und herschaffen kannst, wäre mir das eine große Hilfe. Ich halte meine Augen offen. Ja, tu das, du Pussy. Da mal los. Abgefuckter Penner. Haben wir dafür nicht Leute? Im Ernst, wir sind der Chef von der ganzen Bande. Wir bauen uns hier was auf. Warum machen wir alle Aufgaben? Dafür gibt es doch Angestellte und kleine Leute, die uns sowas sammeln. Ach, jetzt muss ich 30 Autos sammeln. Ist ja ätzend. Da habe ich ja Bock zu. Warum zeigt der mir das immer noch an der Tür? Komisch. Komisch. Also ich muss ja mal durch. Ich bin wichtig. Ach so, ist gar nicht so weit. Ach, hier ist noch einer. Warum hat er mich nicht erst dahin? Hä, das wäre doch viel kürzer gewesen, Mann. Naja, vielleicht kommt das zum Schluss. Ah ja. Achso, der steht ja einfach so rum. Das ist gut. Polizei ist auch weg. Hat das jetzt hier jemand gesehen? Hallo? Ja. Gibt richtig Ärger. Achtung an alle Einheiten. Gemeldet wurde ein gestohlenes Auto im French Wall. Hauptsache, die stehen hier so dumm rum. Was ist denn los mit euch? Ich war da schon fast weg eigentlich. Haben Verdächtigen gesichtet.
Das ist natürlich prima, so zum um die Kurve fahren, wenn man gerade irgendwie wegfahren muss. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Ah, das dauert jetzt wieder so lange, bis die dann mal fertig werden. Oh Leute, geht da einfach nur aus dem Weg. Oh, hier steht direkt das nächste Auto. Könnte man ja anbinden. Und dann so mitschleppen. Was? Ich bin nicht betrunken. Ich mach das mit Absicht. Mann, die suchen aber auch immer so lange nach mir. Das ist doch scheiße. An alle Einheiten. Ah, okay. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Genau, lasst Verfolgung mich einfach mal ganz in Ruhe ein paar Autos Suche klauen. Abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Die können natürlich jetzt, wenn sie sehen, ach hier, oranges Auto. Können sie mich natürlich anhalten, weil ist ja als gestohlen gemeldet worden, ne? Aber interessiert ja hier eh keinen, wie ich fahre und was ich mache. Solange es keiner sieht. So. Da hat man die Nummer 1 schon. Na, ist doch. Ach so. Und wird da was gemacht mit jetzt? Nö. Irgendwie nicht. Nö, es sind nur irgendwelche Geräusche, die ich da höre. Schade. So, hä? Achso. Genau, Samsung. Aber, und der dritte? Wo ist der jetzt? Nee, nicht hier unten. Oh nee, da habe ich keine Lust hinzufahren. Oh, immer komische Autos hier. Oh Gott, ich rufe die Polizei! Kannst du dich auch einfach mal lassen? Ja, genau, jetzt sind es zwei. Die vermehren sich einfach. Eine Scheiße, und da hinten ist auch schon wieder eine Polizei. Muss da mal eben schnell weg. Hallo? Ja, hier unten ist die Kacke am Dampfen. Ja, wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. Naja, war ja nicht nur ein gestohlenes Auto, war ja auch Mord. Aber sehr gute Aussage. Hier ist die Kacke am Dampfen. Ach so. Achtung. Genau. Hey, brauchst du eine Brille? Nee. Alles gut. Ich hätte natürlich auch hier reingehen können. Hä? Konnte ich die Tür nicht mal so auftreten irgendwie? Hey, pass auf! Machen die eigentlich was am Auto? Nö. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Ach so. Ich dachte, die wollten mich jetzt schon wieder neu suchen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Da, die hat sich voll auf die Straße geschmissen. Ich weiß gar nicht warum. Was ist denn los mit euch? Oh, sorry. Ich verpfeife dieses Arschloch. Kann da jetzt echt nicht wahr sein.
Sag mal, ihr seid wohl alle nicht... So. Zeugen erledigt. Ach, verdammt. Das ist alles. Mann, Leute. Fahrt doch mal alle nicht so komisch. Da ist schon wieder die Polizei. Immer ist die da. Immer dort, wo ich bin. Weiß gar nicht warum. Ich mach gar nichts. Ganz normaler, gesetzestreuer Mann. Ja, wenn die halt einfach mal stehen bleiben würden, würde gar nichts passieren. Uns wurde eine Fahrerflucht gemeldet in Irish Point. Wenn jemand in der Nähe ist, vielleicht mal nachsehen. Zentrale Ende. So. Damit haben wir es fast. Finde den dritten, genau. Und, ah, hier ist einer. Sehr gut. Ich hätte jetzt doch gerne wieder ein Auto. Da, ach nee. Der ist zwar orange, aber das ist nicht so ein Auto, was wir brauchen. Mist, hier komme ich nicht ran. Verdammt, die suchen mich ja immer noch. Hallo. Oh, tut mir leid. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Ups. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Los? Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen rum, wieder übelste Babo. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh. Ich dachte, der boxt ihn nur. Oh, was haben wir denn hier? Roy... Orbison. Orbison. Du gehörst nicht in diese Gegend, Alter. Was? Achtung! Oh. Pass doch auf, du Dorftrottel! Pass auf! Oh, da ist er hingefallen. Achtung! Sorry, Mann. Das tut Achtung. Mir... Tut mir voll leid. Und ich kann meine Geschwindigkeit... Ich kann meine Geschwindigkeit nicht kontrollieren. Aus dem Weg. Oh, sorry, Mann. Achtung. Was ist nur los mit denen? Warum fallen die alle so schnell um? Ey, ey, ey. Los, raus! Raus! Ich brauch mal das Auto. Naja, bis da die Polizei da ist, da bin ich schon längst wieder weg. Oder bestimmt, Hallo? Vielleicht ja, schon wieder fast da. Ja, das ist eine coole Kache. Wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. Im Ernst? Was hier ständig an Autos geklaut werden? Ist doch Wahnsinn. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal hier so in der Luft schieße? Ich rufe die Polizei! Nicht. Wollt ihr mich verarschen? Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. An alle Einheiten. Es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Entscheidet selbst, ob ihr das machen wollt. Weil eigentlich ist es mir völlig Wurst. Hier ist noch so ein Auto. Wie viel gibt's denn hier? Ach nee, ist wieder ein anderes. Ich habe ja nicht nur damit hantiert, ich habe ja sogar jemanden getötet, aber es scheint keinen zu interessieren. Und ich habe ein Auto geklaut. Aber wie gesagt, es dauert wieder so lange, obwohl ich könnte ja, wenn ich jetzt irgendwie an diesen scheiß Häusern vorbeikomme, hier zum Beispiel. Jetzt hier lang und da auf die Straße. Dann könnte ich da eigentlich drumherum fahren. Glaube ich. Was ist denn das hier eigentlich? Stier. Ach so, hier. Was?
Achso, da steht noch so ein Auto, na ja, gut. Und wir müssen aber. Müssen wir hin. Hier hin. Würde ich sagen. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche ab. Brechen und streiten. Nee, zeigt er mir nicht. Dienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, ich hoffe, das zählt jetzt trotzdem. Ach so, nee, Moment, warte mal. Wenn ich jetzt das anklicke. Nee. Scheiße. Ist jetzt nicht euer Scheiß ernst. Ich will nicht noch zwei suchen. Steig wieder ins Auto. Hä? Hä? Ah ja, sehr schön. Na, wie läuft's? Gut. Ich bin ein Mann, der seine Versprechen hält. Und das hier ist ein voller Anteil. Viele brave Leute werden ihre Karren vermissen. Aber die Brüder in Belfast werden es euch danken. Okay, kurz und knackig. Da ist das weg. Ich würde noch mal zur Cassandra runterfahren wollen. Und dann mit dem Vito noch mal quatschen. Interne Aufträge. Du hast einen internen Auftrag für deinen Unterboss abgeschlossen. Schalte weitere interne Aufträge frei, indem du diesen Unterboss einen weiteren Bezirk zuweist. Wie mache ich das? Bitteschön. Was will ich da gar keine solche Aufträge machen? Hä? Wie mache ich das denn? Abhörzone ein aus, Wegepunkt, Ziele. Ach so, vielleicht indem ich hier die Aufträge mache und denen das zuweisen kann, dann eventuell. Ja, mal gucken, was die Cassandra hat, aber bestimmt, ich könnte mir vorstellen, sowas ähnliches, wo man wieder irgendwelchen Mist sammeln oder ausknipsen muss. Ich dachte, ich krieg das irgendwie noch, aber naja, was soll's. Boah, ich habe jetzt gar nicht so auf den Verkehr geachtet. Ich habe mir darauf geguckt, wie weit das noch weg ist. Wenn die Straße ein bisschen mehr befahren wäre, wäre das echt knifflig, so eine Kurve zu kriegen. Oder bei Rot über die Straße zu fahren. Ja, das kam die etwas zu spät. Oh, meine Motorhaube ist weg. Steht aber auch ständig einer im Weg. Und ich habe eine Granate. Mhm.
Die wohnen aber auch echt weit auseinander. Ey. Ach, Ampeln, der braucht schon. Ich bin fast. Das hat mich aber ordentlich erwischt. Und gar nicht mal so viel geheilt. Schweinerei, muss gleich noch eine nehmen. Vorsicht, Leute. So, kann Sandra. Wenn Sie noch was brauchen, dann sagen Sie bitte Bescheid. Perla hat sowas immer unter unser Bett gelegt, um uns zu beschützen. Aus Angst wenden sich die Menschen an alle möglichen Mächte, um sich zu schützen. Gott, unsichtbare Geister, Delevar. Aber manchmal ist das nicht genug. Du würdest am liebsten alle Leute bewaffnen, richtig? Ich fühle mich besser mit einer 45er in der Hand. Die weiße Regierung sagt, wir dürfen uns nicht bewaffnen, weil wir unzuverlässig sind. Aber schau dir die Leute hier an. Alles, was sie wollen, ist ein bisschen Seelenfrieden. In dieser Stadt sind irrsinnig viele Waffen versteckt. Du musst sie stehlen. Geht's dir wirklich ums Harlow? Wir brauchen jetzt keine Revolution, die alles versaut. Für was glaubst du, werden die Leute dich halten, wenn du jetzt rausgehst und wahllos Weiße umlegst? Ich sag dir, wofür sie dich halten. Für einen durchgeknallten Nigger. Für einen von diesen wild gewordenen Schwarzen, die ausgerottet werden müssen. Ist mir eigentlich scheißegal, was passiert. Sollen sie ruhig kommen. Und wenn du nicht da bist, aber ein anderer schwarzer Mann oder eine schwarze Frau? Für die sind wir doch alle gleich. Findest du nicht, die Leute in diesem Viertel, der Mechaniker, die Hausfrau, haben das Recht, sich zu verteidigen? Ich habe das Gefühl, wenn ich dich bewaffne, ist das nicht unbedingt gesund für mich. Das stimmt aber nicht. Das ist vorbei. Ich sorge dafür, dass sie nur in die Hände der richtigen Leute geraten. Ich guck, was ich tun kann. Und keine Angst. Ich sorge dafür, dass für dich auch was dabei abfällt. Spiel nicht mit mir, Cassandra. Weißt du, du musst mir auch irgendwann einmal vertrauen. Vielleicht. Aber so weit sind wir noch nicht.